So Leute, Karl hier. Wir sind bei Ernährungstheorie 2 und jetzt geht es darum, Ernährungspyramide der Gesundheit. Und hier werden jetzt wirklich mehr Punkte dabei sein, wo ich sage, die und die Sachen bitte nicht machen, als die und die Sachen bitte machen. Das heißt, schreibt mit, wird ein längeres Video und hier geht es auch wirklich um das Verständnis. Punkt Nummer 1 ist erstmal nicht fett werden. Und das meine ich jetzt nicht, um dicke Leute irgendwie zu beleidigen. Mir geht es hier nicht um die Ästhetik. Das heißt, also ich sage nicht, hey, du sollst abnehmen, weil du bist zu fett, es sieht nicht gut aus. Ich sage, hey, das sollst du machen, weil es dich gesünder machen wird. Denn fett zu werden ist meistens entweder eine Mangelkrankheit oder eine Überschusskrankheit. Entweder ist es ein Überschuss an negativen, toxischen Nährstoffen oder es ist ein Mangel an Nährstoffen, wie beispielsweise Ballaststoffen oder Wasser, wenn man einfach dann viel zu wenig Volumen isst für die Kalorien, die man konsumiert und dann viel, viel, viel mehr essen muss und also sich in Anführungszeichen überisst, oder es fehlen einfach einem die Mikronährstoffe und dann isst man mehr Kalorien, als man eigentlich brauchen würde, weil man die falschen Entscheidungen trifft, wenn es zur Lebensmittelauswahl kommt. Das heißt, ich will jetzt hier niemanden beleidigen, niemandem an den Karren fahren, aber es ist einfach so, dick oder fett zu sein, ist schon das erste Zeichen von schlechter Gesundheit, von zu vielen toxischen Giftstoffen im Körper oder von einem Mangel an Ballaststoffen, Mikronährstoffen, Wasser, Hydration und so weiter. Das heißt, Punkt Nummer 1, Leute, schaut einfach dazu bitte nochmal das Video E1 komplett an, denn dann könnt ihr diesen Punkt direkt umgehen. Der zweite Punkt ist die richtige pH-Balance, also säurehaltig versus basisch im Körper. Dazu empfehle ich wirklich allen sich mal Lebensmitteltabellen anzuschauen, wo die pH-Werte der unterschiedlichen Lebensmittel aufgezählt werden. Also googelt einfach pH-Werte-Tabelle Lebensmittel und dann werdet ihr sehr schnell herausfinden, dass Fleisch, Milch, Eier, also alle tierischen Produkte sind sehr säurehaltig und die basischen Produkte sind tendenziell pflanzlicher Herkunft. Und wenn jemand Sodbrennen hat, dann ist das beispielsweise ein Symptom von zu viel säurehaltigen Lebensmitteln und zu wenig basischen Lebensmitteln. Und wenn jemand einen sehr, sehr starken Körpergeruch hat, Mundgeruch hat, dann liegt es auch meistens daran, weil einfach zu viele tierische Produkte konsumiert werden. Ich sage das jetzt nicht einfach so, Leute, weil ich irgendwie ein Vegan-Fanatiker bin und so. Ja? Ich beziehe mich hier wirklich auf Professoren, auf Doktoren, auf Ärzte, die schon sehr viel geleistet haben in Bezug auf Heilung von Krankheiten bei extrem vielen Menschen, beispielsweise beim Hippocrates Institut, Dr. Brian Clement, ich beziehe mich auf die China-Studie, Dr. Esselstein, ich beziehe mich auf Neil Bernard, ich beziehe mich auf Douglas Graham, ich beziehe mich auf McDougall, ich werde alles unten listen, alle Bücher unten listen und auch einige Sachen unten listen, auf die ich mich jetzt hier beziehe. Und nicht nur beziehe ich mich auf diese Erfahrungswerte von diesen Leuten, sondern auch natürlich auf persönliche Erfahrungswerte und auf sehr viele Erfahrungswerte von Kunden. Dann geht es weiter. Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis. Und wir essen einfach heutzutage viel zu viel Omega-6 Fettsäuren. Und zwar, weil wir einfach viel zu viele Öle verwenden, Dinge frittieren und Fertigprodukte konsumieren, wo Omega-6 einfach beigefügt ist. Die Haupt-Omega-6 Quellen sind Distelöl, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl und in fast allen Crackern, Chips, Pommes, frittierten Sachen, gebratenen Sachen sind meistens diese Öle mit drin enthalten. Früher, vor ein paar hundert Jahren, war das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 1:1 bzw. 1:2, maximal 1:4. Heutzutage messen wir Werte von 1:10, 1:15, 1:20 und das ist natürlich extrem schlecht. Effekte sind Arthrose, weil Omega-3-Fettsäuren entzündungshemmend sind, ja, die verdünnen auch das Blut eher, und Omega-6 ist entzündungsfördernd, machen das Blut eher dicker. Das heißt, es ist natürlich auch ein höheres Risiko für Herzattacken, Schlaganfälle und so weiter, für Arthrose, für trockene Haut. Ihr werdet es beispielsweise merken, wenn ihr ein richtig gutes Omega-3-Supplement nehmt, beispielsweise aus Algen, oder ihr nehmt Leinöl, Walnussöl, Rapsöl, fahrt die Omega-6-Fettsäuren deutlich weiter runter, dann bekommt ihr eine viel schönere, trockenere Haut. Beispielsweise Mandelöl, Leinöl, solche Geschichten sind auch in Hautcremes drin, hat einen gewissen Grund, ja, gegen trockene Haut.
und natürlich auch gegen Ekzeme, also Hautausschläge und so weiter, sind sehr, sehr oft ein Ausschlag hiervon. Das heißt also, reduziert einfach diese Lebensmittel, reduziert die verarbeiteten Lebensmittel und auch sehr viele tierischen Lebensmittel, ja. Auch das ganze Fleisch, Leute, Milch, Eier, diese Tiere, die konsumieren heutzutage nicht ihr natürliches Essen, also Gräser, was beispielsweise sehr Omega-3-haltig wäre, sondern die bekommen Sojaschrot, ich nenne es auch Sojaschrott, und anderes Mastfutter, was sehr Omega-6-haltig ist. Und deswegen ist dann auch das Fleisch oder das Fett in dem Fleisch sehr Omega-6-haltig. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Dann ein weiterer Punkt. Jetzt sind wir hier schon bei den tierischen Lebensmitteln, Leute. In tierischen Lebensmitteln heutzutage sind sehr, sehr viele Toxine, Giftstoffe mit drin. Wir haben Antibiotika, wir haben da Steroide mit drin, wir haben da alles Mögliche mit drin, was wir nicht haben wollen. Und glaubt mir, die bekommen wirklich das minderwertigste Futter, was man sich teilweise nur vorstellen kann. Ich kenne das noch von früher, beispielsweise die Schweine, da hat man wirklich den letzten Dreck da verfüttert. Wer das also isst, der muss sich nicht wundern, wenn er selber Probleme bekommt. Ja? Das klammern wir jetzt nochmal ein, das ist ein weiteres Thema. Aber tierische Fette und Cholesterin sorgen für Bluthochdruck, Diabetes Typ 2. Die meisten Leute denken, das ist eine Zuckerkrankheit, ist aber eine Fettkrankheit. Dazu kommen wir aber später noch allgemein, oder zu all diesen Themen kommen wir später noch nicht. Ich werde auch gleich nochmal eine Zusammenfassung machen, weil ich weiß, es ist ein langes Video, es ist ein ausführliches Video, aber am Schluss kommen dann noch zusammenfassende Punkte. Ja? Und zu guter Letzt haben wir natürlich die billigen tierischen Produkte, schlechte Haut, Pickel. Sehr, sehr oft sind es Folgen von Milchprodukten und ich kenne so viele junge Leute, 18 Topfigur, Pickel auf dem Rücken. Das kann eigentlich nicht sein. Und dann kommt es natürlich auch zu Junkfood, ist ja auch ein Riesengrund für schlechte Haut, zu viel Zucker, zu viel Koffein und zu viel von diesen billig schlecht produzierten Ölen. Natürlich ist auch eine Sache klar, Transfette soll man aus der Diät rausstreichen. Und noch ein Punkt, den ich euch ganz kurz erklären will. Diese tierischen gesättigten Fette, Leute, die sind gesättigt und das heißt also, die sind starr, die sind hart von der Molekularstruktur her. Wenn ihr also diese starren Bausteine bei euch einbaut, in die Arterien, in die Venen, in die Blutgefäße, dann werden eure Blutgefäße starr. Ja, da bilden sich Ablagerungen, schlechterer Blutfluss, das Dehnen, das Zusammenziehen, alles funktioniert schlechter. Und diese Omega-3-Fettsäuren beispielsweise, diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die sind extrem elastisch, die sind weich, die sind beweglich, flexibel. Deswegen fühlt sich auch euer Fett dann ganz anders an eurem Körper. Ihr habt einen viel, viel besseren Blutfluss und das sind alles ganz wichtige Punkte. Jetzt haben wir hier noch einen letzten abschließenden Punkt, Leute. Allergien, ja, wenn es hier um Gesundheit geht, Pollenallergien, auch Glutenallergien, Erdnussallergien, Sojaallergien oder sogar Fructoseallergien, das sind meistens sogenannte Sekundärallergien, Leute, und zwar von Laktose und Casein, also von Milchprodukten. Ich garantiere es euch, 90% von euch, wenn ihr Milch mal für 2-3 Monate weglässt, dann werdet ihr diese ganzen anderen Allergien nicht mehr haben. Ich habe beispielsweise einen Cousin, der hat eine extrem lange Zeit eine Hundeallergie, immer wenn er zu uns gekommen ist, war komplett raus, Augen rot, Hals angeschwollen. Sobald er Milchkonsum stark reduziert hat, war es alles gar kein Problem mehr. Ja? Also auch gegen Pferdehaare, Hundehaare, Katzenhaare. Wenn man da mal reduziert, dann fallen die meisten anderen Allergien zu 90% immer weg. Auch beispielsweise Staub- oder Pollenallergien. Oftmals liegen hier die Ursachen und vor allem da oben. Gluten, Erdnuss- und Sojaunverträglichkeiten sind eher seltener, würde ich aber trotzdem darauf achten. Was sind jetzt also die Tipps, die ich jetzt nochmal hier zusammenführen will? Schaut das Video von E1 an. Trinkt genug Wasser, esst genug Ballaststoffe, esst unverarbeitete pflanzliche Lebensmittel. Punkt Nummer 2 ist, googelt und schaut euch die Lebensmitteltabelle für den pH-Wert an und esst eher basisch als säurehaltig, wenn ihr schon Sodbrennen habt, wenn ihr aggressiven Körpergeruch habt, ganz, ganz wichtig dann, esst Omega-3-haltiger, nehmt ein Omega-3-Supplement aus Algen, da haben wir auch einen im Start, habe ich hier unten verlinkt, bratet mit Kokos- oder Macadamienussöl. Wenn ihr eure Salate, eure Soßen dazu bereitet, nehmt Leinöl, Walnussöl oder Rapsöl. Verzichtet auf verarbeitete Produkte mit Fetten, Dinge, die angebraten sind, frittiert sind, in Distelöl, Sonnenblumenöl, Maiskernöl, lasst es weg. Tierische Produkte stark reduzieren, auf Minimum fahren, am besten optimalerweise sogar ganz weglassen. Und die billigen tierischen Produkte, das muss sowieso weg.
Austauschprodukte sind hier Hülsenfrüchte vor allem. Das heißt also, ihr könnt hier Linsen essen, Bohnen essen, man kann auch Getreide, Reis, Haferflocken. Es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann heutzutage alles schon in der pflanzlichen Variante kaufen. Aber werdet nicht zum Sojaschnitzel und Pommes vegan, denn das ist nämlich auch nicht gesund. Und dann kommen wir schon zum nächsten Thema, wo es dann wirklich darum geht, vegan, aber bitte richtig. Das wird dann eines der folgenden Videos sein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, euer Karl. Ciao.